haben uns ja viel mit Paaren beschäftigt und mit Ehe. Und dann haben wir mal gehört von einer Statistik, dass Paare nach dem Urlaub sich trennen. Also die Scheidungsraten, die gehen nach dem Urlaub in die Höhe. Und dann haben wir uns gefragt, warum ist das so? So haben wir die Idee gehabt, gemeinsam einen Urlaub für Paare zu machen. Und das war dann, so ist einfach Ehe auf Urlaub entstanden. Und unser Anliegen war es einfach, nicht ein Eheseminar zu machen, sondern wirklich einen Urlaub. Und in erster Linie ist es bei mir die Dankbarkeit, dass ich einen Partner habe. Mit seiner Hilfe kann ich mich entwickeln. Für mich ist es einer der genialsten Ideen Gottes. Das größte Versprechen des Lebens, die Ehe. Und wir hatten die Idee, in der schönsten Zeit des Jahres, im Urlaub, bei Sonne, Meer, traumhafter Landschaft, lieblichen Städtchen, hier in dieser wunderschönen Gegend, in einem freundlichen Hotel. Ja, was erwarte ich mir von diesem Urlaub? Das Meer. Ich liebe das Meer. Ich liebe das Meerblick, wenn ich schon aufstehe und hinausschaue. Ja, das ist so mein Traum. Ja, und für mich ist es Urlaub, im Meer zu schwimmen, mit der Seele zu baumeln, mit Freunden und Bekannten die Zeit genießen. Wir erwarten uns von dieser Woche, dass wir entspannt und ohne die täglichen Aufgaben des Lebens zu Hause, dass wir da einfach zueinander, füreinander mehr Zeit haben. Und von anderen Ehenpaaren auch Impulse kriegen für unsere Ehe und ja, dass wir viel Spaß haben und Freude. Was erwarten wir uns von Ehe auf Urlaub? Ja, wir erwarten uns irgendwo eine gute Zeit gemeinsam, raus aus dem Alltag, einmal sich wieder neu auf die Ehe zu fokussieren, herauszufinden, was war in den letzten Jahren gut, was war schlecht und einfach ja, den Alltagstrubel hinter sich zu lassen. Einfach Ehe genießen. Also die Woche hat alle unsere Erwartungen voll getroffen und wir haben viele nette Gespräche gehabt und vor allem auch
habe ich zu meiner Frau gefunden, viel Zeit gehabt mit meiner Frau. Und tolle Impulse, was wir gekriegt haben und Aufgaben, das war echt, echt eine gute Geschichte. Ja, wie hat mir der Urlaub gefallen? Es ist was Traumhaftes, im Meer zu schwimmen. Und es ist so eine wunderschöne Zeit, mit dem Helmut gemeinsam das zu machen und auch gemeinsam mit ihm ja, durchtauchen. Ist der Urlaub gefallen? Sommer, Sonne, Meer. Mehr geht nicht. Ja, war eine super Zeit. Und ich denke, auf jeden Fall empfehlenswert, weil es wirklich gute Inputs sind, die man sich mit nach Hause nehmen kann und das in Verbindung mit Urlaub. Die Location ist super, man entspannt sich, man kommt runter. Perfekt. Ja.